Nun zum Museum Marcel. Karlsruhe ist ja die Geburtsstadt von Karl Benz, vom Freiherr von Dreis und ist der Sitz der ersten deutschen technischen Hochschule. Die Stadt Karlsruhe hätte Gründe genug gehabt, um hier so ein Museum ins Leben zu rufen, nachdem derartig viele Fahrzeuge vorhanden waren. Aber die Stadt hat kein Interesse gehabt. Die Räume, die man gehabt hätte für ein Museum, nämlich den alten Hauptbahnhof und die alte Markthalle, hat man sinnlos abgerissen, um sie einem neuen Staatstheater zu opfern. In der Schweiz ist für meine Begriffe eine echte Demokratie. Dort hat der kleine Bürger ein Mitspracherecht und kann solche Dinge verhindern. Für mich ist das eine ganz traurige Geschichte. Denn unsere Politiker haben von den Wählern keine Aufgabe oder Auflage erhalten, die kulturellen Dinge der Vorväter zu vernichten, sondern sie zu hüten und zu bewahren und der Nachwelt zu erhalten. Dazu aber euch ein neues Theater bauen und neue Werte schaffen. So war ich leider Gottes gezwungen, abzuwandern und mir einen Platz zu suchen für meine Sammlung. Den letzten Ausschlag dazu gab unser in Karlsruhe, unser Vereinsvorsitzender, ein Bürgermeister, der gesagt hat, im Schnauzton, die Stadt Karlsruhe hat keine Räume für ein solches Museum. Zum Glück fand ich dann dieses alte Sägewerk auf Pfaffenroder Boden und die frühere Gemeinde Pfaffenroth, seit der Kreisreform nennt sich das Marcel, ist die Urheimat der Benz-Familie. Auch der Vater von Karl Benz, der von hier noch stammt und hier geboren ist, war nachweisbar der erste Lokomotivführer der ersten badischen Eisenbahn. Man hieß sie damals Badische Staatsbahn von Heidelberg nach Karlsruhe. Das war 1843. Und der kleine Karl Benz verlebte seine ganze Jugendzeit hier bei seinem Großvater und Onkel beim Dorfschmied Benz. Denn sein Vater musste einen sehr frühen Tod sterben. In Ausübung seines Dienstes als Lokomotivführer hat er sich bei einem Eisenbahnunglück bei der Mithilfe für seinen Kollegen derartig erkältet, dass er 9 Tage später durch eine Lungenentzündung starb. Aber der kleine Karl Benz, in ihm floss das Eisenbahnblut, das Blut eines der ersten Lokomotivführer Deutschlands, und er verehrte seinen Vater, er verehrte die Dampfmaschine und er war schon als Kind ein geborener Techniker. In seinem Buch Lebensfahrt eines deutschen Erfinders schreibt er zum Beispiel, beim Anblick und Gehör des Hammerschlags von seinem Großvater auf den Amboss, dass jeder Schlag sein Blut in Wallung brachte.